Ja, los geht's und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, liebe Freunde. Heute gibt es ein extrem cooles Video und zwar werde ich mir anschauen, wie ich das erste Mal auf Maus und Tastatur gespielt habe und sozusagen ein 1 gegen 1 gegen mich früher machen. Ich erkläre euch das Ganze ganz kurz. Ich habe ja einfach früher dann in meinem ersten Maus und Tastatur Video, wirklich, ich habe noch nie davor gespielt, habe ich ja ganz klar einfach ein bisschen rumgebaut. Habe ein bisschen gefreebuildet, ein bisschen dies gemacht, ein bisschen das gemacht und habe da einfach ein bisschen meine Skills gezeigt, was ich schon so drauf habe. Und genau diese Sachen, die ich in dem Video gemacht habe, werde ich heute wieder machen und wir schauen mal, wie ich mich in 3 Jahren Maus und Tastatur so verbessert habe, denn das Video ist jetzt schon fast 3,5 Jahre her. Sehr krass. 3,5 Jahre, wie die Zeit verfliegt. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie ich mich verbessert habe und was ich jetzt so besser kann als damals, liebe Freunde. Ich würde sagen, wir reden gar nicht zu viel. Wir gehen direkt mal ins Video rein und viel Spaß. So, liebe Freunde, wir schauen uns jetzt hier mal direkt an, was ich gemacht habe. Oh, ihr seht gerade gar nichts. Vor 3,5 Jahren auf PC. Das ist mein Video, mein erstes Mal auf Maus und Tastatur. Und ich bin jetzt mal ultra gespannt, was ich... Okay, die Antwort. Okay. Oh, mein altes Intro. Okay, aber darum soll es gar nicht gehen. So, liebe Freunde, das hier war auf jeden Fall, das waren jetzt meine ersten Edits, die ihr gleich sehen werdet, auf Maus und Tastatur, liebe Freunde. Ich bin sehr, sehr gespannt, was dabei jetzt rumkommt. Ich werde genau diese Map jetzt gleich, werde ich mir raussuchen und genau diese Map werde ich jetzt gleich nochmal spielen. Okay. Mann, Junge, gestern Abend habe ich es hingekommen. Nein, wie lustig war. Ja, ich war so lustig, ich war auch so konzentriert, wow. Also viele Leute, die auf PC... Ich war so konzentriert. Oder Edit normalerweise auf Mobile spielen. Nein. Editen ist auf PC so mit das Einfachste. Ich hab 5 Editen ist auf PC mit das Einfachste, sag ich da. Und ich war so scheiße. Ich war mega gut im Editen, sag ich. Ich war komplett kacke. Seht ihr das, wie schlecht ich war? Digga! Nein! Okay, ich werde jetzt genau diese Map, ihr habt gerade gesehen, wie schlecht ich war. Ich werde jetzt genau diese Map nochmal spielen, falls es die Map noch gibt natürlich. Okay, Freunde, ich habe gerade gesehen, diese Map gibt es nicht mehr. Deswegen werde ich die Map jetzt einfach mal genauso, wie sie damals war, darstellen, beziehungsweise nachstellen und einfach genau das machen, was ich damals gemacht habe. Es ging ja nämlich einfach nur darum, dass ich Triple Edits mache und Triple Edits, so. Ich kann nicht mehr meine Triple Edits gefühlt. Und da auf der Map damals, die waren mir ja sogar schon vorgebaut, die Triple Edits, so. Da musste ich so Triple Edits machen und die waren aber eigentlich alle schon so vorgebaut, keine Ahnung was. Und jetzt kann ich die einfach so ganz easy machen, ohne dass überhaupt irgendwas vorgebaut ist. Da sieht man auf jeden Fall schon mal den Unterschied, was sich in 3 Jahren so tut. Weil hier, guck mal, ich kann ja einfach durchgehen, zack, mach hier, mach da wieder ein Triple Edit. Das ist also, was sich ja in 3 Jahren Fortnite tut, ist ja schon, finde ich, sehr, sehr, sehr krass auf jeden Fall in der Hinsicht. Und jetzt, ich habe ja eben gesehen, da gab es noch ein anderes Abteil bei der Map, bei der Edit Map. Und zwar das hier. Digga, das war's. Das war das Schwere. Da waren Wände. Die waren so. Und ich musste einfach so editieren. Was war das damals? Guck mal jetzt hier, das ist, Digga, das ist ja okay, aber krass. Sieht man wieder den Unterschied? Okay, was kommt als nächstes? Einfach so durch. Nein, Junge, das war... Ey, ich konnte nicht mehr editieren damals, ich fass es nicht. Nein. Boden. Ha. Okay. Ha. Boden. Als nächstes kamen hier Sidejumps. Let's go, boys, let's go. Jetzt bin ich überfordert. Erstmal raus. Werde euch jetzt auf jeden Fall mal... Okay, als nächstes kamen diese Standard-Sidejumps. Und, also wirklich diese ganz Standard-Sidejumps. So, zack. Das. Das wurde als nächstes gemacht. Und da musste ich auch nicht selber bauen. Ich musste einfach nur... Das hier war vorgebaut. Und ich musste raus und was bauen. Das war's. Ja, okay. Ich würde sagen, das kann ich auf jeden Fall immer noch. Das kann ich jetzt auch auf jeden Fall hier ein bisschen besser. So. Digga, das ist ja krass. Was damals, für was ich ja getryert habe. Und jetzt, ich mach das ja auch nicht, denke gar nicht mehr so drüber nach. Hier, geh ich hoch, zack. Geh ich hoch, zack. Geh ich hoch, zack. Und Digga, das ist ja verrückt. Das ist ja ganz, ganz krass. Wie sehr man sich verbessert in so einer kurzen Zeit. Und man denkt ja, Digga, das ist ja... Man denkt gar nicht mehr darüber nach und so. Ehrlich krass. Okay, cool. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter und gucken mal, was ich jetzt hier als nächstes in diesem Video gemacht habe und wie das Ganze heute aussehen würde bei mir. Zeigen, wie ich baue und danach werde ich erstmal... ich zeig, wie ich baue. Mein Building ist einfach so. Ich zeig, wie ich baue. Ich bin gespannt. Okay, ich habe 90, glaube ich, probiert. Das war mein erster 90. Als nächstes habe ich hier Freebuilds gemacht und ich habe mich darüber gefreut. Ich habe mich darüber gefreut, dass ich jetzt ein 90 gemacht habe anscheinend. Guck mal. Das war mein erster 90. Ich fasse es nicht, ob ich aussah. 90. Mein erster 90 vor 3 Jahren live im Video. Boden, in der Aufnahme, mein erster 90. Ich habe gestern keinen einzigen 90 geschafft. Nein. Aber es sieht schon viel besser aus als ich. Ich freue mich. Okay, 90s. So, ich würde sagen,
Die Disziplin. Handcam an. Die Disziplin. Kann ich jetzt natürlich auch nochmal probieren. Einfach mal 90s. Die habe ich ja. Ja. Also 90s habe ich ja schon ewig nicht mehr geübt. So. Das wie ich jetzt 90s mache. Ich würde sagen, da merkt man auf jeden Fall schon einen kleinen Unterschied. Kann man auf jeden Fall da schon erkennen. 90s, das ist. Man macht ja heutzutage gefühlt gar keine 90s mehr. Aber einfach mal 90s jetzt. So, zack. So. Oh, ich kann's immer noch nicht super. Super. Aber einfach jetzt hier so. Guck mal, 90s, die joke man ja wirklich eigentlich nicht mehr. So, auch so ein Infinity 90s, dass man einfach die ganze Zeit hier die ganze Zeit springen kann. Ja, das sind auf jeden Fall die 90s heutzutage. Krass. Okay, das ist auf jeden Fall, ist ein Unterschied. Okay, wir gucken mal weiter, was ich da dann früher als nächstes gemacht habe. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ich bin in eine Runde Duo gegangen. Ich könnte jetzt eigentlich auch theoretisch einfach kurz, wenn ich da eine Runde Duo gehe, ich guck mir kurz an, wie ich da gefightet habe und dann spiele ich jetzt einfach kurz Pubg oder so. Das hat 90 gezählt, oder Jungs? Was sagt ihr? Okay, ich war so schon dabei. Ja, 90. Oh, okay, jetzt habe ich einen Parcours gemacht. Jetzt schaut mal kurz. Okay, habe ich mich runteritiert? Ja, Mann, let's go, boys. Ich sag let's go, boys. Ich habe mich so darüber gefreut und das Ding ist, mittlerweile kann ich ja genau das, ich mach kurz wieder die Handcam an, mittlerweile, das war ja so vorgefertigt, da habe ich ja dann so, zack, da waren dann irgendwie so Treppen und keine Ahnung was hier, zack. Dann habe ich mich da hier so runteritiert. So, und jetzt mittlerweile mache ich das ja, aber halt ohne, dass die Treppen davor schon gebaut sind, wenn ihr wisst, was ich meine. Also, ich zeige euch kurz, was ich meine. Wenn ich dann hier bin. Okay, jetzt kriegst du. Ja, warte, jetzt nochmal hier. Ich, ja. So. Ich bin jetzt halt nicht aufgewärmt vom Video gewesen, aber mittlerweile editiere ich mich da runter, ohne, dass da irgendwas überhaupt davor gebaut ist. So, jetzt sieht man es ganz gut. Ja, jetzt hier, guck mal, zack. Ja, guck mal, passt doch. Und da war ich einfach langsamer. Obwohl es schon vorgebaut war, Chat. Das müsst ihr euch auch mal vor Augen halten. Hat man sich verbessert in 3 Jahren auf jeden Fall. So, ich würde sagen, wir gucken uns erstmal kurz an, wie ich damals hier gefightet habe. Und dann werde ich einfach ein paar einzigen einspielen und mal schauen, wie ich heutzutage fighte. Ich meine, ich weiß es ja, aber ich zeige es euch jetzt kurz. Okay. Ja, okay, 0 Kills. Habe ich überhaupt einen Kill gemacht? Oh, ich habe einen Kill gemacht. Okay, ich bin gespannt. Nice. Let's rush them. Let's push. Ich habe Englisch geredet, scheiße. Second kill in Publix. Ja, ich bin einfach mit 45 HP auf den losgelaufen, ne? Nein! Oh, er killt ihn. Let's go. Ich glaube, wie ich mich gefreut habe, Chat. Wie glücklich ich war. Nein, ich bin gesprungen, gejumpt bin. Hä? Habe ich dann noch eine Runde gespielt? Ja. Kills gemacht? Oh, ich habe einen Kill gemacht. Nein, der Salty Spring Sauer. Der legendäre. Oh, noch ein Kill? Nur ich anscheinend. Wie kann ich zur Zeit laufen? Gesniped, ja. Easy. Ich war anscheinend wirklich der beste, Chat. Mit Ducken und so kann ich auch gerne auf Instagram. Okay, krass, und da mein Auto. Gut, dann würde ich sagen, habt ihr gesehen, wie ich damals gespielt habe? Ich mache jetzt einfach mal ganz kurz 1, 2, 1 gegen 1, damit ihr mal kurz so einen Einblick habt, wie ich heute fighte. Und dann, liebe Freunde, war es das auch schon von dem Video. Und ich bin wirklich geschockt, weil ich habe ja nicht mehr, ich habe nie so wirklich irgendwie probiert, richtig viel besser zu werden, sondern man ist mit der Zeit einfach irgendwie besser geworden, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich habe ja nie so richtig darauf geschwitzt, jetzt irgendwie der krasseste Spieler zu werden oder keine Ahnung was. Sonst sich einfach irgendwie so ergeben durch das mehr Spielen. Okay, Chat, wir sind auf jeden Fall jetzt hier in Realistics drinne und ihr werdet jetzt einfach mal einen Einblick bekommen, wie ich jetzt fighte. Ihr habt ja gerade gesehen, wie ich früher gekämpft habe und ich bin mal sehr gespannt. Wir spielen jetzt auch einfach mal, ich habe da 3 Kills gemacht, würde ich sagen, wir spielen einfach mal 3 Runden. Ganz realistisch, ich zeig euch hier direkt meine ersten 3 Fights, ohne dass hier irgendwas großartig irgendwie. Oh, boah, das wäre so geil gewesen, dass ich den gehittet. Das wäre so geil gewesen, ohne dass ich hier irgendwas großartig verändere oder so. Oh, der campt hier, Chat. Ja, okay. Ich will sagen, man sieht auf jeden Fall einen Unterschied, ne? Früher wusste ich nicht, wie man eine Treppe baut und jetzt kann ich hier die Leute fullpiecen, wie ich will. Ist auf jeden Fall meiner Meinung nach ein Unterschied zu erkennen. Ganz klare Sache. Okay, Jungs. Ich bin gespannt, warte mal. Ah! Digga, deine Arme. Der Arme. Hat doch gar keine Lust mehr. Digga, ah, er ist so dumm. Ja, okay. Ich würde sagen, man sieht einen Unterschied. Ne? Ist ja auch klar, es ist 3 Jahre. Aber ich würde auch sagen, ich habe ja nicht viel gespielt. Ich habe ja die ersten 2 Jahre fast noch die ganze Zeit auf iPad gespielt. Ich spiele ja jetzt erst so. Ich spiele schon seit 2 Jahren aktiv auf PC. Scheiße, Fortnite Mobile ist ja schon ewig lange her. Ich würde sagen, letzter Fight, weil ich auch nur so viele Kills gemacht habe in einem normalen Video. Und ich will ja hier nichts verfälschen. Ich könnte ja natürlich einfach jetzt die coolsten Tipps zeigen, die ich in letzter Zeit gemacht habe, aber ich zeige euch einfach die ersten Kämpfe. Ich sterbe noch gegen ihn fast nicht. Ah!
Alex Barber, GG. Okay, Jungs, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Was euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und abonniert auf den Kanal. Tragt gerne meinen Creator Chanti ein. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Mittag, was auch immer. Haut rein und ciao, ciao.